So, liebe Leute, weiter geht's hier gegen Butterblümchen bei Emmendingen und wir schauen uns mal seine Runde an. Runde 14 von 36. Die anderen ziehen weiter den Pfad entlang, beziehungsweise gehen da schon über den Fluss rüber, über den Bach. Die Kavallerie zieht den Hügel hoch. Aha, und die Artillerie wird da aufgestellt. Unsere feuert allerdings nur 6 Verluste da für die Kavallerie. Das Karree beschießt uns, ja. Und da rückt das nächste Bataillon vor. Und wirft die Plänkler. Das Karree da oben leidet richtig. 44 Mann verloren. Wir konnten es halt nicht auflösen wegen der Kavallerie in unserem Rücken. Das könnte eine schöne Salve gewesen sein. Nein, die Plänkler dazwischen haben das abgefangen und der Wald nur 2 Schaden verursacht. Gelegenheitsfeuer durch das Karree. Aha, Kolonne dreht ein, könnte eventuell einen Sturm hier versuchen wollen auf den Hang. Gefechte der Plänkler hier in diesem Waldstück, vorgelagert zu unserer Hügelstellung hier. Und im Schwarzwald stoßen die Bataillone ebenfalls weiter vor. Immerhin beschäftigen die einzelnen Plänkler-Kompanien hier jetzt noch die Bataillone und hindern sie daran, jetzt so schnell wie möglich dann die Straße runter zu drängen. Ja, das da unten war natürlich wieder ganz unglücklich. Wo war der Kampf jetzt? F16, da kommt die nochmal dazu, 8-8. Ah, das ist natürlich auch gefährlich, allerdings weil sie sich bewegt haben, nur 10 Mann verloren. Er will uns hier umstellen, so wie es aussieht. Und jetzt kommen sie die Straße entlang hinterher. Und das war's. 5 von 22 Einheiten haben nur ihre Formation wiedergefunden. Keine von 6 Einheiten hat sich gesammelt. 5 von 10 sind geroutet. Da ist hier unten irgendwie ganz viel passiert. Okay. Dann werden wir erstmal hier mit den Plänklern zusehen, dass wir hier in den Wald reinkommen. Ach, die werden da so voll aufgehalten. Das ist natürlich auch Mix. Das ist nix, wollte ich sagen. Hier rennen einmal Plänkler, aber das bringt uns natürlich auch gar nichts. Ja, und hier sind routed Einheiten dabei. Und ich glaube, die werden durch die Einheit hier jetzt aufgehalten. Ich glaube, wir können sie nicht hier durchbewegen.
Zum Aufbauen reicht es dann natürlich nicht mehr. Zum Umdrehen auch nicht. So, jetzt ist die Frage mal, wenn ich jetzt mir mal so eine Routed-Einheit hier schnappe, die wird natürlich jetzt beschossen, ist okay. Aber durch die Kontrollzone auch sofort aufgehalten da. Das ist alles sehr problematisch. Die stecken da fest. Kommen da nicht weiter. Die können wir mal hier runterschicken. Und zwar, also wir werden erstmal hier vorne weiter aufstellen. Und zwar Alimba. Habe ich jetzt die falsche ausgewählt? Die eine wollte ich nur. Unlimbert. Dann könnte die Einheit sogar hier hingehen. Ihr dreht euch darüber. Geht in Linie. Ihr bewegt euch in die Richtung. Die Einheiten ziehen hier hinterher. So, hier können wir wieder den Altbefehl benutzen. Supplies hinterher, Kanonen hinterher, Husaren, die haben wir schon bewegt. Dann war es das soweit für den Sektor. Ich werde versuchen, warte mal, ist das, sind Buildings, kein Village. Ich werde versuchen, mit der Einheit hier hinter irgendwie auf den Hügel zu kommen, beziehungsweise die Gegner hier ein bisschen zu bedrängen und Potenzial aufzubauen, denn wir wollen ja mit unserer Reservekavallerie da hoch. Hier haben wir jetzt erstmal Moreau. Er darf hier vorpreschen zur Unterstützung. Und mal kurzer Blick auf die Übersichtskarte. Ja, die kommen halt sowieso nicht so weit hier. Gut. Also dann, mit den Carabinieris. Oder Carabiniers. Die sollen... Tja, durch den Wald ist ja eigentlich nichts, ne? Wegen der Unordnung. Deswegen müssen sie wahrscheinlich hier unten und dann hier hoch. Ist alles ein bisschen umständlich. Und sie gehen tatsächlich... Hä? Warum? Ach so, der hat jetzt den kürzesten Weg genommen, anstatt hier über den Pfad zu gehen. Deswegen ist er da jetzt disordert. Das ist natürlich wieder ganz großes Kino gewesen. Ja, wo ist denn der nächste Offizier? Ist wohl noch ein Stückchen weit weg. Ja, seht ihr das? Auch der geht von der Straße runter, anstatt da hochzuziehen. Und wir können den Brigadegeneral, aber... Das mache ich jetzt lieber einzeln. Kann nicht weiter, okay. Gehen wir über die Straße. Wie weit kommen wir dann? Und du bist da.
Ja gut, dann ist das so. Die haben alle Movements schon aufgebraucht. Und dann springen wir in den Schwarzwald. Und versuchen diese ganzen Einheiten irgendwie hier in Sicherheit zu bringen, in Anführungszeichen. Sofern das überhaupt noch möglich ist. So, hier zur Siedlung. Die Plänkler gehören zu der Einheit. 17, die gehören zu der. Mal kurz Line of Sight angucken. Welcher war das jetzt? Die könnten zumindest auf die Straße darüber feuern. Ich glaube, das ist alles Mist hier. Ist alles Mist. Man müsste zurückgehen und... Die Siedlung ist auch Mist, weil hier der Hügel ist. Von hier aus... Naja, nee. Komm, wir gehen zurück. Das hat keinen Sinn so. Das war ein Griff ins Klo, dieser Versuch. Ach, habe ich die wieder hier losgeschickt? Oh. General de Division. Wie war das denn noch? Wo ist denn der Brigadier dazu? Der ist hier drüben, ne? Irgendwo. Hier. La Roche. Die Idee war halt hier diese Wege, also hier vorzugehen, um diesen Pfad hier zu schützen, ne, damit der Gegner uns nicht in den Rücken fallen kann. Aber das macht vom Gelände her irgendwie überhaupt keinen Sinn, diese Stellung zu verteidigen. So, da habe ich die wieder in Disorder geworfen. Drei, ihr seid da hinten. Hinterher, gut. Das vergessen wir ganz schnell, was da passiert ist. Dann... Das Karree da in großen Schwierigkeiten. Könnt ihr denn hingucken? Ja, nur da. Es gibt also keinen Sinn, die zu bewegen. Was man machen könnte, wäre mit der Einheit hier runtersteigen und hier rüberkommen. Ach so, die hatten wir sogar auch schon abgebaut. Die sollten hier drüben irgendwie mit unterstützen, hier im Nahbereich. So war der Plan. Ich erinnere mich. Der letzte Zug ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Da wäre natürlich hübsch. Ah, sie können aber nicht mehr aufbauen. Ach, Mist, schade. Kolonne. Dann damit rein. Drehen. So, nochmal die Frage, wo ist eigentlich der grüne Brigadier? Der ist ganz da außen, ja. Sowas.
Aha, die sind sogar isolated da drüben. Wäre es dann nicht schick, mit denen da jetzt anzugreifen? Disordered and isolated. Ach, und die haben wieder kein Movement, weil. Weil sie in die Kontrollzone von der Einheit da gegenüber reingezogen sind, deswegen. Dieser Bach ist ein Problem. Dieser Bach ist ein Problem. So, wäre gut, wenn die sich mal sammeln könnten hier, damit die da drüben mit zum Einsatz kommen. Hier schicken wir auch einfach die Artillerie weiter vor. Hier kommen wir mal hier rüber. Bringen den Nachschub mit. Und die Achtfünder. Macht sich auch endlich mal auf den Weg. Ein Verlust nur. Was macht ihr denn da die ganze Zeit? Oh, Gelegenheitsfeuer von den Plänklern und Huzzah! Ein feindlichen Plänkler erwischen, 12 Mann in Charge verloren. Ja, this is how we do it. Gucken, ob wir gegen die Disorderte Einheit da ein bisschen mehr Glück haben. Problem ist halt Hügel hoch. 6 zu 9, naja. Geht schlimmer sicherlich. So, die Reserven vom linken Flügel machen sich auf den Weg, setzen ihre Reise fort. Plang, plang, plang. Dann waren das die Truppen. Ja, hier oben. Da hat er jetzt auch nicht gefeuert, weil wir zu weit weg sind. Das ist okay. Was können wir von hier aus sehen? Ja, immerhin die Straße da. Das ist auch der einzige Auftrag, den die Einheit da hat. Die Truppe könnte sich zurückziehen. Okay, so. Gegen 700. Dann muss der Eickmeier mal da mit rein. Die Plänkler sind geroutet. Die Vierfünder sollte da mit rüber. Allerdings ist das natürlich jetzt auch riskant. Na. Ist auch riskant, wenn man jetzt versucht, in die Linienformation zu gehen. Das Problem ist halt auch, dass die Österreicher für ihre Zeit die größten Bataillone haben, was die Mannstärke angeht. Vier zu drei. Vielleicht können wir die Artillerie da noch ranschaffen, nächste Runde. Wird es noch nicht klappen? Vielleicht die Runde drauf.
Aber wir können dann schon mal das nächste Bataillon hier zur Unterstützung bringen. Ihr könnt nicht auf das Karree schießen. Ja, leider nicht. Dahin auch nicht, aber dahin. 17 Kavalleristen erwischt. So, und der schießt da und dahin. Wenn ich jetzt dahin gehe, kostet, glaube ich, 8 Bewegungspunkte. Und ich werde disordered. Da müsste also Fossonet hin, um hier die Leute schnell wieder in Position zu bringen. Wobei auch das nächste Problem ist, die Kavallerie kann natürlich, die Husaren hier, die Österreichischen können natürlich einfach hier umdrehen, quasi den Countercharge unternehmen. Aber ich will gerne diese Batterie kriegen. Die Batterie bringt ziemlich viele Siegpunkte und die haben wir ja bitter nötig, die Siegpunkte. Die haben wir bitter nötig. Also, Fossonet, mach dich auf den Weg. Da kommt er nicht. Gut. Gut oder auch nicht. Die Kavallerie dreht hier. Uah. Zum Glück weit genug weg, als dass das da irgendwelchen Schaden verursachen würde. Und dann gehen wir mit denen hier weiter in die Richtung. Ah, wir haben hier noch eine disorderte Truppe dabei. Deswegen, ja, weil die alle durch die Hecken gezogen sind, ich erinnere mich. 15 hat er noch. Riskiert man das jetzt? Der kommt nicht mehr rüber. Der wird wahrscheinlich nächste Runde hier beschossen werden. Und der ist disordered. Und was sind das hier? Dragoons. Dragoons. Ist okay. Hätte ja auch schlimmer sein können. Die beiden sind auch disordered. Vielleicht müsste man es auch riskieren, einfach an dem Karree vorbei mal hier rein zu chargen. Aber dann sind wir auch ziemlich isoliert. Sind wir natürlich auch nicht. Naja, läuft alles nicht so ganz rund bei Emmendingen, liebe Leute, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Jan.